Den ersten Lehrgang des Jahres absolvierte die Nationalmannschaft in Dresden. Dabei hatte die erfolgreichste deutsche Springerin ihr Wassercomeback. Sie tastet sich wieder heran. Seit Olympia war Christin Steuer nicht in der Springerhalle, hat sich um ihre berufliche Zukunft gekümmert, Praktika bei Polizei und in einer Kita. Heute Mittag nun die ersten Hüpfer zurück ins Becken. Es ist natürlich schön, die anderen einfach mal wiederzusehen und ein bisschen zu quatschen, weil man weiß ja auch nicht, was die letzten 4 Monate gemacht haben. Ansonsten, ich fange ja gerade erst an, von daher ist es noch sehr neu, wieder neu. Ins Wasser darf Sascha Klein nach wie vor nicht. Deutschlands bester Turmspringer hat seit Monaten Schmerzen im ledierten Ellenbogen. Eintauchen aus 10 Meter Höhe unmöglich. Die Verletzung ist ziemlich gut bis jetzt ausgeheilt. Es gibt noch leichte Schmerzen und ich denke, ich sollte die lieber vorher beseitigen, bevor ich dann wieder ins Wasser gehe. Die Kraftwerte. Sie standen heute nicht nur bei Sascha Klein im Fokus. Die gesamte Nationalmannschaft musste ran. Bauch, Arme, Sprung. Wir haben also nach Weihnachten, wie es üblich ist, jetzt so die allgemeine Fitness kontrolliert. Mal sehen, wie die Waage ausschlägt nach dem Entenbraten und ja, wie sie sich so einbringen. Wir haben ja noch knapp 5 Wochen bis zu den deutschen Hallenmeisterschaften. Der Höhepunkt für die Wasserspringer im nacholympischen Jahr dann im Juli, die Weltmeisterschaft in Barcelona.